Na, guten Morgen, Freunde. Es geht wieder los. Ich muss dann erstmal in die Werkstatt. Bei meiner Anhängerkupplung muss was gemacht werden. Da passt was nicht. Also haben wir das Ganze mit der Lieferung heute verschoben. Kann ich erst später runterfahren, weil die Anhängerkupplung geht nicht richtig zu. Also da kann man nicht fahren damit. Anhänger steht jetzt hier abgehängt und ich fahre dann solo in die Werkstatt, dass die das sich angucken und reparieren. Und dann gucken wir mal, wie lange das dauert. Naja, jetzt wird erstmal schnell Kaffee angesetzt. Und dann geht's los, ab in die Werkstatt. So, Freunde. Jetzt habe ich eine neue Anhängerkupplung rangekriegt. Der Bolzen war total verzogen und hat nicht mehr richtig zugemacht. Und dadurch hat er unten die Aufnahme mit zermahlen. Da reichen ja schon 30, 40 Kilometer, die du fährst, um das Ding zu zermürmeln unten. Und da musste jetzt ganz rasch eine neue Anhängerkupplung her und rangebaut werden. Und dadurch der Bolzen aber schief war, hat es auch am Anhängers Auge verzogen. Und das muss jetzt auch noch schnell gewechselt werden. Das ist jetzt per Express, das ist in einer halben Stunde da. Und das wird jetzt nachher noch am Anhänger gewechselt. Und dann ist das alles wieder in Ordnung. Dann können wir nach Neckarsulm fahren. Fahren wir jetzt nämlich schnell rüber auf den Hof, da steht der Anhänger und dann kommt die Werkstatt mit dem neuen Auge, mit dem Zugauge, wechselt das schnell, das ist eine Sache von einer Viertelstunde noch und dann bin ich wieder einsatzbereit. Dann kann ich wieder losmachen. Alles wieder in Ordnung. Neue Anhängerkupplung, neues Auge am Anhänger. Und jetzt können wir rollen. Jetzt fahren wir Richtung Neckarsulm. Laden ab. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Werden wir sehen. Das war unser Fuhrparkleiter. Der wollte wissen, ob alles in Ordnung ist. Und ist ja alles in Ordnung. Und von daher gibt es ja keinerlei Probleme. So, jetzt müssen wir schauen. 3:30 sind wir in Neckarsulm. Es wurde mir angemeldet, dass ich gegen 16 Uhr unten bin. Also die haben unten Bescheid gesagt, dass die wissen, dass ich später komme. Dass ich diese Havarie hatte. Havarie! Nee, jetzt alles wieder in Ordnung. Wie gesagt, die mussten die Anhängerkupplung auswechseln. Die war aber auch recht. Die haben die über Nacht schon bestellt, weil sie damit schon gerechnet haben, dass das sein muss. Die haben sich schon gedacht, dass da nicht irgendwas gebaut werden kann, dass die komplett gewechselt werden muss. Dann haben die Werkstatt über Nacht die schon bestellt, die Kupplung. Und das Auge hat der Fuhrparkleiter von uns besorgt, weil das war ja auch ausgeschlagen. Das war auch gestern schon da, also brauchte alles bloß gewechselt werden. Das war jetzt, sagen wir mal, 9, 10, 11, 2,5 Stunden war die ganze Sache erledigt. War alles in Sack und Tüten.
Also mein lieber Mann, es weht ganz schön. Tüchtig, tüchtig. Und es regnet. Nichts mit Schönwetter-Abo. Major Tom hat sich was mit Schönwetter-Abo. Also bis jetzt lief es ja super. Nicht einen Stau hatte ich. Jetzt fahren wir gleich hier in die Innenstadt runter, wie wir es früher auch gemacht haben. Fahren über Neuenstadt nach Neckarsulm und dann gucken wir mal, wie lange die da unten brauchen, wie lange die mich ärgern. Wenn es schnell geht, düsen wir gleich wieder hoch. Wenn sie mich lange stehen lassen, entscheide ich noch, wie ich es mache. Vielleicht mache ich dann gleich unten Pause, lade in der Nacht ab und fahre dann anschließend hoch. Wäre ja dann auch ein Plan. So, das passt ja hier mit der grünen Ampel. Alter! Heute ist ja alles für mich. Besser geht's ja gar nicht. Und hier ist auch gleich die grüne Ampel. Mann, Mann, Mann! Mit was habe ich das verdient heute? Gut, dafür habe ich schlechtes Wetter. Man kann nur eins haben, entweder gutes Wetter oder grüne Ampeln. Weil ich da natürlich heute die grünen Ampeln bevorzuge. Ja, wie wir dann weiter verfahren, das entscheide ich dann, wenn ich weiß, wie es unten läuft. Wie sie mich stehen lassen oder nicht, ich habe ja nur mein Zeitfenster verpasst. Um einige Stunden. Die Dispo hat zwar angerufen und Bescheid gesagt, dass ich aufgrund von Reparaturarbeiten am Auto später komme, aber man weiß ja nicht, ob sie das unten registriert haben. Kann ja auch sein, dass sie das gar nicht für voll genommen haben. Naja, den Ampelstau stecke ich weg. Hab noch genug Zeit. Das passt schon. Naja, wir haben es ja gleich geschafft. Jetzt sind wir gleich hinten. Mal gucken, wie es auf dem Parkplatz aussieht. Aber um die Zeit könnte ich vielleicht noch Glück haben. Vielleicht ja sogar hier vorne. Wenn ich hier vorne bleibe, ich gleich hier vorne stehen. Da fahre ich gar nicht erst da hinten rein. Da spare ich nämlich auch noch mal Zeit ein. Hier.
Hier darf man sich nämlich hinstellen als LKW. Wenigstens Lieferverkehr. So, ne bitte. Sind wir doch schon da. So, Freunde. Dann werden wir jetzt mal gucken, wie es aussieht mit Abladen hier. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht geht es ja schnell, vielleicht dauert es ja auch, ich weiß es nicht. Das Freckel hier überziehen. So, bis gleich. So. Will ich euch mal meine schöne neue Anhängerkupplung zeigen. Hier seht ihr sie. Und ein schönes neues Zugauge. Alles picobello, tippitoppi. Ist wieder wunderbar alles hier. Seht ihr es? Ach, extra für euch bin ich jetzt hier drunter gekrochen. So Leute, ich habe jetzt noch 4 Stunden 26. Jetzt gibt's Feuer nach Hause. Das Gute ist eben, dass ich kein Leergut jetzt hier mitnehmen muss, weil ich ja am Sonntag dann in Oelsnitz lade für Emden. Und das Leergut sonst ja nicht mehr losbekomme vorher. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich keins laden muss. Dann kann ich nämlich, das hätte ich jetzt noch eine Stunde zugebracht mit Leergut laden. So kann ich jetzt fix flux nach Hause pfeffern. Runter habe ich gebraucht 4 Stunden 14. Vielleicht schaffe ich es ja hoch zu genauso schnell. Lassen wir uns überraschen. Wir fahren genauso runter hoch, wie wir runtergefahren sind. Dürfte eigentlich nichts schief gehen. Komm, Ampel macht grün. Eigentlich hätten wir jetzt grün zu kriegen gehabt. Naja, gut. Fahr zu, komm. Es ist Freitag, du willst auch nach Hause. Schön aufpassen mit der Geschwindigkeit. So, ich nehme aber hier trotzdem das ziemlich links oder Mitte, weil ich dieser Kurve nicht traue. Auch wenn sie die neu gemacht haben, traue ich ihr nicht. Das muss ich jetzt erstmal ausprobieren, wie das jetzt hier geht. Naja, wäre knapp geworden. Also doch lieber mehr links nehmen, wie wir es bisher gemacht haben.
so richtig zum Ausfahren ist er noch nicht. Nee, wir können ja nicht weiter ausbauen wegen der Kurve, wegen der Mauer. Die können ja die Mauer nicht wegnehmen. Die haben ja schon diese komische Rabatte mit diesen komischen Randsteinen weggenommen, aber die Mauer können sie ja nicht wegnehmen. Das geht ja nicht. Ach, ich kann die Autobahn schon sehen. Hoho. Ich kann die Autobahn schon sehen. Und das finde ich schön. Keine Schilder lesen oder was? Hier ist 60 und ich fahre schon 65. Man soll wirklich hier Mitte fahren, dass solche Affen nicht vorbei können. Guck, wie schön das hier ist, wie schön das wird. Schöne Auffahrt haben sie gebaut. Drüben bauen sie genauso eine schöne Abfahrt vom Rasthof runter und wieder hoch, nee, hoch und wieder runter. Wollt ihr jetzt hier nicht anfangen mit Stau? Oder was habt ihr hier vor? Alter, die Jungs hier, die haben mir jetzt gerade einen schönen Stau beschert in der Baustelle. Meine Fresse. Meine ganze schöne rausgefahrene Zeit, alles wieder im Arsch. Ja, nun fahr nur mal vorbei. Guckt euch mal das Ding an hier, Alter. Die hatte ich jetzt in der Baustelle vor mir, in der zweispurigen. Könnt ihr euch vorstellen, was dahinter los war, ne? Mein lieber Mann. Die haben mir Spaß gegeben mit ihren Kesseln. Gut, ich habe sie von hinten nicht gesehen. Ich habe sie jetzt erst beim Überholen gesehen, aber ich habe mir schon sowas gedacht. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, habe ich mir gedacht. Ging's auch nicht. So, dann mal gucken, ob wir eine schöne Stelle finden, wo wir ihn hinstellen können, in Dicken. Grusel, Kraus, bei Regen geht's nach Haus. Da rangiert doch einer. Auf dem Platz.
Komm hier mir gerade einer entgegen und auf dem Platz rangiert doch einer, das sehe ich doch. Ne, gucken wir mal, wo wir Platz finden. Wer rangiert denn da? Der hat gerade da rein rangiert, wo ich auch hin wollte. Naja, gut. Macht nichts. Und dann drehen wir hier einfach und stellen uns hier auf den Berg. Stellen wir uns einfach hier auf den Berg. So, meine Freunde, jetzt ist Feierabend, es ist gleich 11, jetzt geht's heim, die Hunde werden sich freuen, Lilly wird schon schlafen, denke ich. Also, jetzt ist Wochenende, aber wir müssen Sonntagabend laden, weil wir das ja heute nicht mehr geschafft haben. Also Sonntag 22 Uhr müssen wir laden für Emden und dann nach Emden bügeln. Also wisst ihr Bescheid, ne? Genießt das Wochenende. Es ist kurz. In diesem Sinne, stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes Nächtle, schönes Wochenende. Und tschüss, bis Sonntagnacht.